Guten Morgen, darf ich Sie mal ansprechen? Ja, sure. Würden Sie von den beiden gerne regiert werden? Nein. Ja, die Linke kenne ich gar nicht. Die kennen Sie gar nicht. Nee, und der Rechte ist der Sigmar Gabriel. Genau, den kennen Sie. Und das ist ein Guter? Aber ein Guter ist das jetzt nicht rausstellen. Das konnte er ja noch nicht beweisen. Ja, sollte er das mal? Und das ist, ach, das ist ja Frau Sitzfleisch, ne? Genau. Oder wie heißt sie? Ja, ja, ja. Die mal alles aussetzt. Die sitzt jetzt noch länger da. Sie ist ja eine Hamburgerin und ich bin auch Hamburger. Mensch, habe ich mit ihr was gemeinsam? Ja, ja. Ich würde sagen, wir müssen ein bisschen abwarten, was kommt. Alles, was jetzt vorgeplänkelt, das ganze Gerede, das ganze Pressegetue, das sagt ja noch nichts. Alles schrecklich. Lass uns noch mal ein, zwei Wochen warten, dann sind wir klarer. Bis jetzt haben Sie den Arbeitern nicht viel gebracht. Ja, aber die könnten ja vielleicht Mindestlohn, Mindestrente. Naja, versprochen wird ja viel. Ja. Aber ob Sie das dann halten, hatten ja schon 4 Jahre Zeit gehabt und da haben Sie es nicht gehalten. Ja. Darf ich Sie mal fragen, ob Sie von den beiden regiert werden möchten? Ja, es wäre eine vernünftige Sache. Das Einzige, was wahrscheinlich in Frage kommt. Ne? Na, ich würde mir wen anders aussuchen. Beide werden irgendwie in den sauren Apfel beißen und werden sich zusammenschmeißen irgendwie, weil alleine funktioniert es ja nicht. Möchten Sie von den beiden gerne regiert werden? Ja. Neuwahlen, weil keiner mit der Merkel regieren will, ist das eine ernstzunehmende Idee? Die Neuwahlen würden auch wieder nur die CDU stärken. Glaube ich auch. Weil Frau Merkel hat das Vertrauen. Ja. Warum auch immer? Ja. Sie hat das Vertrauen. Mutti sitzt alles aus, Mutti macht keinen Streit. Neuwahlen kriegt die FDP vielleicht 3,5%, der AfD kommt rein, aber die CDU gewinnt dazu, Grüne verlieren und die SPD verliert auch 1-2%. Sie glauben, dass die CDU dann alleine regieren kann? Auf jeden Fall. Sollen die Steuern erhöhen für die Reichen? Eigentlich schon. Ich finde sie nicht notwendig. Ich finde, es könnte mal mehr gespart werden. Wenn ich sehe, wie viel Geld so aus dem Fenster geworfen wird, das ist schon haarsträubend. Was müsste denn eine Regierung aus Ihrer Sicht, egal wie die zusammengesetzt ist, eigentlich lösen? Die aufdringlichen Probleme. Hier gibt es mal keine Rente mehr für die jungen Leute. Ja. Ne? Also da muss unbedingt eine richtige Rentenreform gemacht werden, die diese Probleme nachhaltig löst und nicht immer nur an den Symptomen rumkorrigiert. Ich denke mal von allem ein bisschen. Also ich meine, das wird immer alles angesprochen und alles irgendwie angeschoben mit einem Betreuungsgeld, was eigentlich gar keiner will und was eigentlich auch gar keiner nutzt und was eigentlich auch wirklich keinem nutzt. Ja. Also ich denke, es muss jetzt einfach mal vielleicht ein bisschen auf die Bürger eingegangen werden und mal wirklich danach geguckt werden, was sinnvoll ist. Auch Mindestlohn ist zwar gut, aber eigentlich nicht sinnvoll, weil dann werden alle Leute entlassen, weil die Leute den Mindestlohn nicht zahlen können. Rechnen Sie mit Steuererhöhung? Ja. Für Sie auch, dass Sie getroffen werden davon? Oder nur die sogenannten Reichen? Wenn, dann trifft es wahrscheinlich wieder alle. Mindestlohn finde ich an allererster Stelle sollte das auch mal. Und Sie meinen, das könnten die auch miteinander? Ja, grundsätzlich schon. Ich meine, die sind ja nicht dumm. Ja. Falls es Schwarz-Grün gäbe, wäre das aus Ihrer Sicht eine bessere Kombination? Es wäre für die Grünen nicht unbedingt der optimale Zeitpunkt, aber ich fände es trotzdem gut. Ja, ein bisschen bunter könnte es sein. Ja, ein bisschen mehr Grün dabei. Finden Sie es richtig, dass die alten Lager, also Schwarz-Gelb und Rot-Grün, jeder auf seine Weise zerbrochen sind? Dass man neu nachdenken muss? Ich glaube, man muss neu nachdenken. Also was ich besonders schwierig finde, ist natürlich, bei der großen Koalition glaube ich schon, dass die SPD es nicht einfach haben wird in der Positionierung, wobei ich in der politischen Landschaft auch nicht die großen Unterschiede mehr sehe. Das vermisse ich etwas in der politischen Landschaft. Was halten Sie von der großen Koalition? Ganz schlecht. Ganz schlecht? Neuwahlen. Lieber Neuwahlen. Auf jeden Fall. Ciao, ciao. Tschüss, auf viel Spaß.